Und willkommen in meiner Nähstube. Heute gebe ich dir einen Einblick in meine Stofftruhe. Ich habe vor kurzem ein kleines Nebengewerbe angemeldet, weil ich so liebend gerne nähe, dass ich eben auch für andere nähen möchte. Und hier zeige ich dir Stoffe, die ich für dich verarbeiten kann. Wenn du wissen willst, wo die Stoffe her sind, dann schreib mir doch gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte alle Fragen und suche auch nochmal für euch die Shops raus, falls ihr die Sachen auch für euch nehmen möchtet. Ich habe hier meine Stoffe für euch ordentlich ausgebreitet, denn die schönste Nebensache am Nähen ist die Stoffkombination. Wir fangen hier mit den grauen Einhörnern an. Dazu habe ich dieses helle Lila und dieses Pünktchen, diesen Pünktchenstoff in so einem Lila-Blau. Das ist schwierig einzuordnen, ob das ein dunkles Lila ist oder schon ein Blau. Aber in dieser Kombination finde ich das richtig schick und da kann ich euch einige Sachen draus nähen. Diesen Pünktchenstoff, die Pünktchen sind eben aus Folie, wie ihr vielleicht kennt, habe ich euch auch noch dazu gelegt. Ja, das kann man natürlich vielseitig kombinieren. Schwarz geht ja immer. Aber auch andere Rottöne könnte ich mir vorstellen. Dieses Bordeaux-Rot finde ich richtig toll und das passt zu meinem Lieblingsstoff super schön. Also daraus werde ich mir auch nochmal so ein Kleid nähen. Was ich hier heute anhabe, ist aus dieser Farbkombination. Und ich finde, man kann auch als Erwachsene sich ruhig mal trauen, ein bisschen farbenfroh zu sein. Aber ich verstehe auch jeden, der es dann doch lieber schlicht kombiniert mit Schwarz. Ja, ist das auch eine richtig gute Sache. Hier habe ich noch einen schönen grau-rosa Schmetterlingsstoff. Daraus habe ich mir auch ein wunderschönes Kleid schon genäht. Und auch das kann man herrlich zu Pink kombinieren. Dann zeige ich euch nochmal diese Ballerina. Und da habe ich auch verschiedene Rosatöne. Einmal so ein einfaches Rosa oder Pink. Also von dem Pink kann ich immer meterweise kaufen. Aber zu diesen schwarzhaarigen Ballerinas passt natürlich auch Schwarz. Wobei meine Tochter das natürlich niemals so haben wollte. Sie liebt alle Farben, außer Schwarz. Und das ist ja auch ein Traum im Rosa mit wunderschönen Einhörnern. Also dieser Stoff, der kommt bei meinen Mädchen auch sehr gut an. Den habe ich schon mehrmals vernäht, auch für andere. Und da habe ich auch das Pink kombiniert, weil es natürlich schwierig ist, ein Rosa zu finden, was zu diesem Grundrosa passt. Und wenn es nicht genau der exakte Ton ist, dann sieht es komisch aus. Deswegen muss es schon ein bisschen mehr auffallen. Zum Beispiel auch mit diesem Pünktchenstoff. Oder auch mein Lieblingsstoff passt da auch super gut dazu. Ich habe da ein sehr schönes Kleid für meine Tochter daraus genäht. Dann gehen wir weiter zu Stoffen, die auch Damen tragen können. Wie zum Beispiel hier diese Federn mit Rosen auf so einem Türkis. Und da finde ich ja auch, dass dieses Babyrosa super gut dazu passt. Und ich habe auch mir schon ein Pullover mit diesen Baumwollblumen, sage ich mal, genäht, mit diesem Babyrosa. Das finde ich, also Babyrosa ist auch eins meiner Lieblingsfarben. Aber man könnte auch jetzt diesen Pünktchenstoff dazu wählen. Könnte man auch ein schönes Sommerpullover für die Damen nehmen. Und mal was ganz anderes. Grün ist auch meine absolute Lieblingsfarbe und ich habe hier diese hübschen Feen und durch diese blauen Punkte passt dieser blaue Stoff auch sehr schön dazu. Ich habe aber auch noch hier diesen Kiwi-grünen Stoff. Der passt echt gut. Es ist wahnsinnig schwierig, aus zwei Chargen den richtigen Ton zu treffen. Also das ist ja wirklich hier fast eine Punktlandung. Den könnte man auch gut kombinieren. Und es gibt natürlich auch Schnitte, wo man drei Farben braucht. Das ist also der Einblick mit den schönen Stoffkombinationen. Ich habe hier noch ein zweites Blau. Und diese Farben gefallen mir auch sehr, aber ich habe aktuell keinen schönen Motivstoff, der sich richtig gut dazu passt. Aber ich wollte es euch trotzdem mal kurz zeigen. Ja, was ich fast ganz vergessen habe, ich habe hier noch ein paar Pendelstoffe, die ich vernähen kann. Und ja, das ein Modell siehst du hier, was ich für mein Mädchen genäht habe. Das hat einmal die Ballerina-Fee und dann Herzchen. Und Streifen.
Wenn ich das jetzt noch einmal so vernähen würde in so einem Kleid, würde ich die Streifen für die Ärmel benutzen und die Herzchen für den Rücken. Das würde hier besser passen. Und den Halsausschnitt würde ich mit so einem Rosa versäubern, damit einfach die Farbe sich nochmal wiederholt. Also wenn dir dieses Kleidchen gefällt, ich kann es gerne auch für dein Mädchen noch einmal nähen. Dann hätte ich auch noch dieses hübsche Rehmädchen mit Blumen und Rehen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was ich daraus nähen könnte und welche Teile ich für welche Teile benutzen soll. Dann, Mädchen, haben wir ein Mädchen. Das ist ein relativ großes Motiv, würde ich meinen, wenn man das jetzt hier so vergleicht. Und das gibt es auch nochmal mit Herzchen und passenden Streifen. Und ein Panelstoff, der jetzt bei mir leider ausverkauft ist, ist dieses tolle lila Pferdchen. Ich könnte es vielleicht nochmal nachbestellen, falls ihr auch so ein schickes Kleidchen für euer Mädchen haben wollt. Da der zweite Teil von dem Stoff ist eben so mit weißen Herzchen, Sternchen und Kringelchen. Ich finde das echt schön, diese Farbverläufe hier. Und natürlich Pink, das ist bei uns die Farbe. Genau. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, welcher Stoff dir am besten gefallen hat. Und wenn du weiterverfolgen möchtest, wie mein kleines Hobby zu einem Kleingewerbe wird, dann abonniere doch meinen Kanal. Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich ganz viele Fotos und auch private Einblicke in meine Nähstube. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ciao!